echt, ey, es ist so dumm. Immer wenn ich rausfliege, fliegt der andere eine Sekunde später raus. Oh mein Gott, 1 gegen 1. Im heutigen Stumbleguys-Video versuche ich innerhalb von wenigen Minuten vom absoluten Stumbleguys-Noob zum absoluten Pro zu werden. Ob ich das schaffe und ob ich meinen ersten Sieg in Stumbleguys hole, das erfährst du im heutigen Video. Gerne den Kanal kosten, abonnieren, um solche Videos zukünftig von zu verpassen. Vielen Dank an Stumbleguys für die Kooperation. Ich wünsche euch absolut Spaß. Nehmt das Video mit Humor und dann würde ich sagen, wir springen sofort rein und ich kann euch sagen, ach du Scheiße, bin ich kacke. Ja, Digga. Ist das geil, Digga. Ist der überragend, Junge. So ein Skin bräuchten wir auch mal in Clash Royale, Digga. Okay, rein, halt, Alter. Wir brauchen einen Stumbleguys Winchat. Nein! Ich bin der Schlechteste! Oh, Junge, ich bin so schlecht! Digga, wir haben bisher noch keinen einzigen Stumbleguys Win. Digga, was ist das? Bro, wie ein Ort! Oh, Junge! Also die Map. Nein! Alter, das ist ja... Ach du Scheiße, mein Panda-Hintern. Nein! Oh ja! Komm! Goat-Qualitäten-Chat. Wo sind jetzt die Hater? Rede mit mir. Hä? Was? Weiter geht's, weiter geht's. Bro, ich bin so schlecht. Renn! Ja! Oh mein Gott! Okay, sehr gut. Finale, Chat. Finale. Jetzt holen wir den Pot. Ach du Scheiße, super Slide. Okay, Fokus. Habe ich noch nie gespielt. Perfekt, Digga. Was hat sich jetzt schon gefühlt? Oh, Digga, ist das dumm, Junge. Es ist so dumm. Ey, wir sind qualified. Ah, der ist runtergefallen! Und schaff's jetzt nicht, ich kann's nicht mehr. Bot Bash, ich hasse diese Map. Dieser scheiß Käfer, Bruder. Okay, wie ging das hin? Es ist geisteskrank. Da muss man schnell sein. Es geht darum, eins zu sein. Rush Hour, ich schwöre, wer letztes Mal mit mir diesen Stream genossen hat, ich bin in diesem Finale. Also letztes Mal war es noch ein Finale. Ich bin sowas von gebrochen gewesen. Also wer letztes Mal Morten Royal geschaut hat bei Stumbleguys und mich, Digga, dieses Spiel, es war der Trümmerbruch. Es war der Wirt. Geh rein da. Es könnte sein,
dass es jetzt kracht bei den Gegnern. Hot Wheels. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Ich liebe die Map. Die macht so Spaß, aber ich finde die weniger schwierig. Ah, natürlich, Digga. Der Panda wurde komplett genudelt. Sieht gar nicht gut aus, Chat. Ah, wir waren Dritter oder so, oder? Shit, Digga! Nein. Komm! Renn! Nein, was? Oh mein Gott, hä? Digga! Ich bin doch eigentlich voll gut durchgekommen. Ah, ich wollte euch den Skin kurz zeigen. Ich bin doch voll gut durchgekommen. Oh, da hinten kratzt vielleicht gerade welche ab. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Nein! Nein! Oh mein Gott, was? Ey, es ist so dumm. Bro, in dem Moment, wo dieses kommt, in dem Moment, wo man diesen Sprung machen muss, werde ich von irgendeinem Knüppel... Werde ich einfach auf den Boden geschmissen und dann muss ich rückwärts rennen und dann war es halt komplett verloren, Digga. Oh, Bro, Digga. Okay, das könnte eigentlich, glaube ich... Ich glaube, das als zweite Map ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass hier relativ schnell 8 Leute rausfliegen sollten. Das Ding ist, solange ich nicht zu den 8 gehöre, ist ja alles gut. Die Frage ist, sollte man lieber in der Mitte bleiben oder sollte man lieber außen bleiben? Ich glaube, in der Mitte fliegt man halt nicht so einfach raus. Aber in der Mitte ist auch der... Kann man auch schlecht auf den Strahler reagieren. Gott, bitte schnell! Nein! Oh mein Gott, bitte schnell! Weg hier, bitte, bitte! Ich kann das nicht mehr, Digga. Ich kann das wirklich nicht mehr. Ja, oh mein Gott, danke. Okay, das kann ich, Chat. Ich habe vorhin da drin verloren, weil man musste hochspringen, um über den Kasten zu, also um über die Mauer zu kommen. Und in der Sekunde hat mich mal wieder irgendein Pimmelkopf, hat mich einfach umgehauen, deswegen konnte ich nicht rüberspringen. Das war richtig nice. Und dann musste ich rückwärts laufen. Hohen hab's nicht geschafft und bin komplett abgeregt. Okay. Der. Alter, der hat schon wieder diesen Pay-to-Win-Boxer. Es nervt, Digga. Das ist echt für ein cooler 2023-Skin. Den will ich auch. Oh mein Gott. Als ob da niemand rausgeflogen ist, Mann. Das war mega schwierig. Oh mein Gott. Ich bin so... Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, wir bleiben in der Mitte. Alles gut. Oh, es werden viele rausgeplömpelt. Oh shit. Steh auf! Nein. Oh, es ist immer so, Bruder. Immer wenn ich rausfliege, fliegt der andere eine Sekunde später raus. Und dann denke ich mir, Bruder, hätte ich eine Sekunde länger überlebt, hätte ich gewonnen. Mann. So schnell, ey, Digga, dieses Spiel, ich schwöre, es ist so schwierig, ich check nicht, wie man in diesem Game Wins holt. Okay, also die Map finde ich auch nicht geil. Nein, keine 50, dass ich keinen Wins schaffe, Digga. Bro.
Vier sind schon raus, Chat. Vier sind schon raus. Sechs, sechs, sieben. Einer noch, einer noch. Und das darf nicht ich sein, Chat. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Was mache ich? Kann ich einfach einen noch rausfliegen eben? Ja! Und jetzt sind wir im Finale, Chat. Und jetzt heißt es... Leise. Seid leise, okay? Bitte eine gute Map. Irgendeine Map, die ich kann. Bitte nicht dieses... Bro, Lavaland ist wie dieses Honey-Ding, Digga. Das ist so gottlos. Okay. Ja, alles gut, ist ja einer schon raus. Ich bin der Meinung, wir sollten uns platzieren, wo andere sich nicht platzieren. 3 von 7, Chat! Fünf von sieben! Noch drei sind drin! Oh mein Gott! Bro! Oh mein Gott, 1 gegen 1! Nein! Oh, ja! Ihr wart da, Chat, erster Sieg! Da ist er! Es ist geil! Es ist Zeit für den zweiten Win! Einer schon raus. Hallo Panda-Kollege. Hi. Ist der dumm, Digga. Eins gegen eins. Ja! Da ist er, der zweite Win! Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste.